Hey meine Lieben, willkommen zurück! Willkommen zum zweiten Teil des Kurses Figuren zeichnen. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, wäre es gut, wenn ihr euch den vorher ansehen würdet. Letzte Woche haben wir gelernt, wie man Figuren frontal und von der Seite zeichnet, ohne dabei die Körperachsen von Schultern und Hüfte zu bewegen. Das ist super, um die Proportionen zu lernen, aber die Figur wirkt dadurch dann doch ein bisschen starr. In dieser Übung wollen wir die Schulterachse und auch unsere Hüftachse schräg legen. Dadurch bekommen wir eine dynamische Stellung. Nächste Woche sehen wir uns dann Details genauer an, sowie die Haare und auch das Gesicht. Für diese Übung werden wir heute eine weibliche Figur mit der Körpergröße von 7 Köpfen zeichnen. Dafür brauchen wir die gleichen Materialien wie letzte Woche. Besonders wichtig ist dabei die Tabelle. Falls ihr keinen Drucker habt, müsstet ihr euch diese vorher selber noch zeichnen. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten stoppt einfach das Video zum Zeichnen. Diese Pose werden wir jetzt zeichnen. Dafür beginnen wir genauso wie letzte Woche in Spalte 7 mit einem Kreis für den Hinterkopf und einem Bogen für den Kiefer. Auf der linken Seite seht ihr wieder die schematische Zeichnung, auf der rechten Seite das praktische Beispiel. Wir zeichnen unsere Schulterachse wieder auf dem ersten Drittel, legt diese dieses Mal leicht schräg und achtet nun beim Zeichnen vom Korpus darauf, dass die Mittelachse von eurem Korpus dann natürlich auch schräg wird. Unsere Hüfte befindet sich in der Mitte des gesamten Körpers. Bei 7 Köpfen wären das 3,5. Das markieren wir uns und setzen die Hüftachse nun in entgegengesetzter Richtung zur Schulterachse. Achtet nun darauf, dass ihr alle eure Körperachsen auch wirklich auf die Mittelsenkrechte legt, dass die Mitten aller eurer Achsen auch wirklich auf der Mitte bleiben. Für eure Ferse gilt das Gleiche. Die Ferse des Standbeines sollte genau unterhalb des Kopfes sein. Das Spielbein hingegen, das Bein, das sich frei bewegen kann, das könnt ihr etwas freier daneben setzen. Letzte Woche konnten wir unsere Hände einfach direkt neben die Oberschenkel zeichnen. Diese Woche müssen wir die Schrägstellung der Schulter mit einberechnen. Die linke Hand der Figur sollte also ein bisschen tiefer liegen. Der Schritt liegt wieder zwischen Linie 3 und 4. Hier beachtet aber auch bitte, dass ihr die Achse dafür parallel zu eurer Hüftachse zeichnet. Seid ihr soweit mit dem Aufbau fertig, könnt ihr mit dem Zeichnen der Masse beginnen. Die Mittelachse des Oberkörpers ist dabei besonders hilfreich. Betont sie ruhig in einem schönen Bogen über den Korpus bis hinunter zum Schritt. Vergesst nicht eure Hilfslinie, die Brustkorb und Schulter verbindet, und zeichnet eure Arme innen aus der Achse heraus und auf der Außenseite über euren Hilfskreis der Schulter. Die Figur jetzt noch ein wenig anzuziehen, finde ich sehr hilfreich, und ich finde auch, dass es eine sehr gute Übung ist, um die ganzen formfolgenden Linien des Körpers noch mal ein wenig zu betonen. Zeichnet dabei gerne T-Shirts mit Streifen, Leggings mit Streifen, Querstreifen, waagrechte Streifen. Und beachtet, dass Hosenbeine und so weiter wirklich um das Bein herumgehen wie um eine Säule. Ja, dann habt ihr es soweit auch schon geschafft. Ihr könnt gerne jetzt noch ein paar Details einzeichnen, wenn ihr wollt, und das schon mal ein wenig üben, bevor wir da nächste Woche dann etwas näher drauf eingehen. Dann hoffe ich, ihr hattet heute viel Spaß. Und dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald wiedersehen, spätestens nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig über ein Like. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann subscribt am besten. Bleibt kreativ!